Ich war von Anfang an in Konflikt, weniger mit der Schule als mit meinem Klassenprofessor, der sehr traditionell gedacht hat und rigide Regeln aufgestellt hat, wie man zu studieren hat. Da habe ich auch mit diesem Materialprozess gearbeitet. Da habe ich mir immer gefragt, was heißt das eigentlich? Ist das formlos, ohne Form, abseits von Form? Und von meiner Vorstellung her habe ich gedacht, ja, da muss ich als Betrachter dem Form geben, also handeln. Und mit dieser Vorstellung habe ich gearbeitet. Die Ausstellung Shifting Perspective widmet sich dem 6 Jahrzehnte umspannenden Lebenswerk des Künstlers Franz Erhard Walter. Er ist ein Pionier der ja intermedialen und transformativen Kunst. Walter ist sicherlich einer der ersten, der den Betrachter zum Akteur erklärt und mit einbezieht und eben auch den Betrachter aus seiner passiven Rolle heraus löst. Meine damalige Freundin, dann war verheiratet, Johanna Walter, die heute noch die Sachen näht, mit Hilfe natürlich. Die ist mit 17, 18 Jahren vom Gymnasium runtergegangen, hat ein Praktikum in einer Textilfabrik gemacht, das wollte sie, und hat dann Textiltechnik studiert. Sie ist also sowas wie Textilingenieur, Textiltechnikerin. Als ich mit den Nähungen dann nach Düsseldorf kam, haben die ihre Witzchen gemacht, die Künstlerkollegen. Darunter immerhin Namen, die sie heute kennen. Der Beuys hat seine Witze gemacht, der Richter, der Polke. Der Walter sattelt jetzt auf Schneider um. Und es wurde gelacht. Eines der ersten Werke, die er aus dem Material Stoff geschaffen hat, sind die 4 Körperformen, die sehr interessant sind, weil es geht hier um die Entdeckung auch des Organischen und somit auch das Material Textil ja auch sehr ähnlich ist wie dem Gewebe der Haut und hier eben auch eine Zirkulation ist zwischen innen und außen. Die Form war auf den Körper bezogen. Das Brisante daran war die künstlerische Argumentation, nicht nur die Form. Aber für mich hat das die Frage aufgeworfen, wenn ich diese Körperform an den Körper ansetze, so war es ja gedacht, wird dadurch der Körper zu einer Art Sockel. Das war eine brisante Idee, weil normalerweise ich als Betrachter habe ich so eine Vorstellung gar nicht und kann die gar nicht haben. Aber zu denken, dass mein Körper oder unser Körper in der Aktion Teil der Arbeit wird oder selbst zu einem Werk werden kann, potenziell, oder zum Sockel, das hat Räume aufgetan. Die Wandformationen sind sehr zentral, da sich in ihnen eigentlich eine Verschränkung verzieht von Malerei, Skulptur und Architektur, aber auch dem Menschen, der zum Akteur wird und eben eine Verbildlichung des Menschen als Protagonisten in diesen Arbeiten. Werkstücken selbst, die in Raum und Zeit existierten. Das war der reale Raum, reale Zeit, mit und in dem ich handle. Der eigene Körper wird zu einem Material wie Raum und Zeit. Gibt es kein bildhaftes Gegenüber, es ist eine reine Projektion. Die Umgebung ist eine Person oder der Umraum. Tatsächlich hat er als junger Mensch Typografie studiert an der Werkkunstschule in Offenbach. Hat dort die wunderbaren Wortbilder geschaffen. Das sind Bilder, die eigentlich sich an den Betrachter richten und die Imagination hervorrufen. Beispielsweise Bilder wie Kairo, wo ein monochromer Hintergrund Sandfarben erinnert an die Wärme des Landes und zugleich man eigene Vorstellungen entwickelt. Walter hat den ersten Werksatz geschaffen zwischen 1963 und 1969, welcher 58 Teile umfasst. Und hier ist eben der Stoff als Innovationsträger und versetzt eben die Betrachter in die Situation eines Akteurs und ruft interessante zwischenmenschliche Situationen hervor. Es gibt beispielsweise ein Werk, das heißt Nähe. Zwei Menschen stehen sich unmittelbar gegenüber, verbunden durch ein Halsstück und schauen sich intensiv einander an.
Also es sind Prozesse, die hervorgerufen werden von einer hohen Sensibilität auch für das Gegenüber, sich selber. Sehr eindrucksvolle zwischenmenschliche Momente. Der erste Werksatz ist zunächst nach den Beschreibungen des Künstlers auch vielfach auf Unverständnis gestoßen, auch bei Kommilitonen, die zugleich aber dennoch den Werksatz vorgeführt haben, beispielsweise 1964 in der Aula der Düsseldorfer Kunstakademie mit Josef Beuys oder auch in der Wohnung von Jörg Immendorf mit der Künstlerin Charlotte Mormon. Er fühlte sich aber sehr viel verstandener dann in New York der 60er Jahre, wo eben auch ja eine Aktionskunst stattfand, ja mit Schlüsselfiguren wie John Cage, Alan Caprow oder George Brecht. Vielleicht auch interessant zu sagen, dass der erste Werksatz entstanden ist in einer Zeit, in den 50er Jahren hat sich das ja schon angebahnt und dann in den 60er Jahren eben auch eine Werteordnung, die ja erst wieder neu gefunden werden musste nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Franz Herd Walters Werk ist seither sehr stark geprägt eben auch von einer Emanzipation, Mündigkeit und auch Humanität. Seine Kunst hat die Qualität, Räume in eine völlig andere Aura zu versetzen. Das ist gerade sehr trefflich hier im Haus der Kunst, wie ihm das gelungen ist. Wir haben ja keine chronologische Hängung oder Installation, sondern das ist ja eher dialogisch. Und das hat auch mit den Räumen zu tun. Das sind für mich neue, andere Erfahrungen. Das ist ganz wunderbar. Also ich entdecke auch einige Arbeiten ganz neu. Dieses mit den Arbeiten sein und sie auch entfaltet sehen und aufgebaut sehen, ist emotional sehr, sehr stark und sehr schön und führt auch immer wieder zu neuen Erkenntnissen, die man dann selber gewinnt, die extrem spannend sind, die auch für uns extrem spannend sind und die man wirklich nur in einer realen Ausstellungssituation finden kann. Und das ist ein großes Geschenk, das hier so machen zu können. Mit der Verleihung des Goldenen Löwen auf der Venedig-Biennale 2017 ging eine große Würdigung seines Werks einher und er wird natürlich auch zunehmend einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Wir möchten sehr gerne das ganze Werk Franz Erhard Walters vorstellen.